Champions League Achtelfinal Rückspiele. Zwei am Dienstag, zwei am Mittwoch, unter anderem mit Dortmund bei Paris und zwar ohne Zuschauer. What? Ha, da hat der Virus auch keinen Halt vor der Champions League gemacht und wir sehen ein Geisterspiel in Paris, vielleicht bei den anderen Spielen auch noch? Soweit ich weiß, noch nicht. Der ein oder andere denkt wahrscheinlich noch drüber nach, der ein oder andere Politiker. Aber Leipzig ist, soweit ich weiß, mit Zuschauern. In Nordrhein-Westfalen sieht es ja schlechter aus. Jetzt kommt natürlich ein Witz von dir gegen den Rasenballsport. Ja, jetzt wäre gar nicht aufgefallen, wenn die quasi ohne Zuschauer spielen müssten, so in der Art. Ja, aber von Tottenham, da kommen bestimmt ein paar Hotspur-Fans dazu. Aber wir schauen uns das erste Spiel an. Valencia gegen Atalanta. Diese beiden Mannschaften haben uns überrascht. Valencia, indem sie einfach abgekackt haben und Atalanta, weil sie gewonnen haben. 4-1. Jetzt die Quoten natürlich auch weiterhin Atalanta als Favorit. Mein erster Gedanke wäre, dass Valencia uns noch einen Sieg schuldet. Die Quote, klar, stärker auf Valencia. Sie haben jetzt in der Liga aber auch nicht wirklich überzeugen können. Bergamo schießt Lecce ab. Gut, Valencia sowieso. Dann auch gegen die Roma gewonnen. Und ja, Valencia tut sich schwer. Siehst du da was? Ja, so sehr wir im Hinspiel hier auf Valencia gegangen sind, würde ich jetzt fast mein Fähnchen in den Wind hängen und auf die Gegenseite gehen, denn Atalanta ist besser in Form. Aber auch dieses 1-4 im Rücken könnten sie es hier sehr gemächlich angehen lassen, während Valencia vielleicht seine letzte Chance hier noch nutzen will und den Heimvorteil, wenn er denn einer wird, zumindest spielen sie in ihrem Stadion, auf ihrer Seite hat. Und von daher könnte man ein Asian Handicap auf Valencia erneut eigentlich bei der Quote mit Asian Handicap 0 auf einer Quote von 2,14 riskieren oder auf der anderen Seite auf Atalanta, wenn man davon ausgeht, dass die einfach die stärkere Mannschaft sind. Aber ich würde da eher zur Aufholjagd tendieren, denn Valencia ist nicht viel schlechter als Atalanta und könnte natürlich bei diesem Rückstand alles in die Waagschale werfen und auf ein Wunder hoffen vielleicht sogar. Ja, das ist es nämlich. Also auf der einen Seite muss man sagen, Valencia wird, auch wenn es nicht wirklich ihr Spielstil ist, aggressiv sein. Dadurch könnte es natürlich Konterchancen geben. Das würde dann wiederum Atalanta in die Karten spielen. Ich finde Asian Handicap 0 auf Valencia nicht verkehrt, aber ich wäre auch okay, wenn wir hier sagen, da ist zu viel Fragezeichen, da fühlt man sich nicht wohl. Genau, so würde ich es fast sagen, weil es halt ein sehr spekulativer Tipp ist, einfach mal hier die Finger stillhalten, vielleicht am Ende, wenn wir uns dann noch doch durchringen können, noch eine Wette drauf abzugeben, aber vorerst würde ich es eher hinten anstellen und Leipzig gegen Tottenham hier. Da möchte ich doch sagen, Respekt, Radek, ich habe Tottenham mindestens auf Augenhöhe gesehen. Du hast schon beim Hinspiel gesagt, Leipzig macht das. Tottenham auch mit Mourinho wird ein bisschen überschätzt. Jetzt hat Tottenham eine wahnsinnig hohe Quote, klar, nach dem verlorenen Hinspiel. Ich traue dem Braten aber weiterhin nicht. Vielleicht überschätze ich die Hotspurs, weil sie auch letztes Jahr im Champions-League-Finale waren, einen geilen Trainer haben, Leipzig zu oft in der Liga irgendwie nicht den Schritt über die Ziellinie gegangen ist. Jetzt schauen wir uns die Asian Handicaps an. Vielleicht findest du auch wieder bei dem Spiel den richtigen Riecher. Mein Fähnchen wäre weiterhin auf Seiten von Tottenham. Bei der Quote muss man das definitiv in Betracht ziehen. Tottenham plus 1 gibt eine 1,99. Bedeutet, die spielen unentschieden, gewinnen oder verlieren maximal mit einem Torunterschied, dann wird es das Geld zurückgeben. Hört sich nach einer relativ ganz attraktiven Wette an. Aber wenn man sich diese zwei Teams anschaut, okay, Mourinho ist jetzt nicht unbedingt der Ballermann-Fußball. Deswegen würde ich mir jetzt auch hier erst immer noch
die Spiele von Tottenham in der Liga anschauen. Und das ist wahrlich keine Referenz oder keine Werbung für die Gäste, denn die haben gegen durchschnittliche bis unterklassige Teams wie Norwich und Wolverhampton 3-2 verloren und gut gegen Chelsea 2-1. Die sind ungefähr auf einer Wellenlänge, aber dann auch gegen Burnley konnten sie nicht gewinnen. Und von daher, warum sollen sie in Leipzig jetzt über ihren Schatten springen? Vielleicht, weil sie wieder ein europäisches Märchen schreiben wollen. Andererseits kann man nicht guten Gewissens auf Tottenham setzen, aber auch nicht auf Leipzig, weil die Quote zu niedrig ist und das hier doch stark nach einem Unentschieden riecht in meiner Nase. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also wenn du Unentschieden sagst, macht das plus eins auf Tottenham Sinn, aber wie gesagt, man kann von den letzten Wochen einfach nicht da irgendwie jetzt sagen, ausgerechnet in Leipzig geht da was. Paris gegen Dortmund, wie gesagt, Geisterspiel. Der Virus hat auch Frankreich erwischt und vielleicht sagt auch einfach die französische Regierung, Leute aus Nordrhein-Westfalen wollen wir gar nicht, erst recht nicht Fans von Dortmund, denn die haben alle das Virus. Das Hinspiel hat Dortmund 2-1 gewonnen, war ein geiles Spiel, 0-0 zur Halbzeit. Und auch sonst in der Liga läuft es richtig gut, also überzeugend in Mönchengladbach gewonnen. Davor ein Kampfsieg gegen Freiburg, hätten sie in der Hinrunde wahrscheinlich auch nicht geschafft. Und auch relativ souverän eigentlich in Bremen bestanden. Paris in der Liga weiterhin keine wirklichen Gegner, 5-1 gewonnen in Lyon. Davor 4-0 gegen Dijon, Bordeaux auch mal 4-3 weggenusst. Ich glaube, da haben sie sogar alle möglichen Spieler noch geschont gehabt. Over-Under, finde ich, haben wir gesagt, beim ersten Spiel unter 3,5. Die Wette haben wir gewonnen, auch jetzt. Ich weiß nicht, was bedeutet das, wenn jetzt Paris ohne Fans spielt? Bedeutet das, dass die Spieler nicht den Extra-Kick haben? Weil das, es ist ja schon... Der Heimvorteil ist ja jetzt komplett weg. Das naja, komplett nicht. Die spielen ja immer noch in ihrem Stadion und kennen jeden Grashalm besser als der Gegner zumindest. Und ich denke, dass der Heimvorteil schon gegeben ist. Auch im Hinblick auf die Hinspiel-Niederlage, die ja für Paris eigentlich gar nicht so schlecht war, weil sie ja ein Auswärtstor geschossen haben. Und wenn die jetzt, sie müssen dieses Spiel natürlich gewinnen, um weiterzukommen. Idealerweise 1-0, bei 2-0 sowieso und so weiter, aber bei 2-1 gibt es Verlängerung. Bei 3-1 oder 3-2, also bei 3-2 wäre Dortmund ja weiter und so sind die Möglichkeiten. Und ich denke, hier läuft es einfach auf viele Tore raus, weil wenn Paris ein Tor schießt, muss Dortmund natürlich alles reinschmeißen oder spielt taktisch klug und ja, sagt, uns reicht auch ein Last-Minute-Tor zum 1-1, um weiterzukommen. Also das ist schon... sehr spannend, aber Paris kennt halt nur einen Weg in die Offensive und im Hinspiel nur ein Tor geschossen. Ich denke, die werden hier auf jeden Fall für 2 oder 3 auch gut sein und dann muss Dortmund mithalten und deswegen finde ich auch die Over-Wette definitiv gut. Ja, also man muss ja sagen, Paris hatte die beste Defensive in der Champions League bis zu diesem Spiel auf jeden Fall, die wenigsten Gegentore. Jetzt ist es so, die zweite Halbzeit, die war schon unglaublich offensiv, also da hätten auch noch 1-2 mehr Tore fallen können, vor allem von Paris. Deshalb glaube ich, gibt es jetzt keinen Grund, eine erste Halbzeit auf Abtasten zu spielen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Tuchel das macht, weil selbst wenn Paris das 1-0 kassieren würde, die sind stark genug und die Dortmunder Defensive nicht stark genug, dass Paris dann nicht sagen würde, jetzt gehen wir auf, sondern die können doch ihre 3 Tore schießen. Ich hoffe, dass der BVB weiterkommt. Plus 3,5 Tore wäre eine gute Wette. Deshalb möchte ich aber mich nicht hier festlegen, wer gewinnt, weil Dortmund ist zu stark zurzeit. Paris muss genau bei diesen wenigen Spielen immer da sein und das ist auch ein psychischer Druck, wo du nicht weißt, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du jetzt sagst, Mbappé und klar, Nationalmannschaft ist was anderes, aber die haben auch in den Fußballteams nicht jetzt wirklich sowas gewonnen, dass das so gestandene Spieler sind, wie noch Ronaldo oder was auch immer. Von daher plus 3,5 eine geile Wette. Ja, so überschwänglich hätte ich es jetzt nie erwartet, weil die Quote schon sehr niedrig ist dafür, aber... 1,9. Ja. Knapp 2.
Ja, müssen 4 Tore fallen, dafür ist es niedrig. Aber ja, die Qualität haben beide, das wissen alle. Aber vielleicht zaubert der Taktik-Fuchs Favre einfach einen Beton hinten rein und keiner kommt durch. Und dann kommt Dortmund weiter. Sowieso, das wäre für deutsche Fans natürlich wünschenswert, dass wir hier einen Viertelfinalisten auf jeden Fall am Start haben. Und warum nicht Dortmund? Bei Liverpool Atletico ist Liverpool jetzt auch ganz schön unter Druck. Die haben das Hinspiel verloren. Wir haben es mehr oder weniger, glaube ich, auch so die Wette so gelegt auf Atletico, dass wir diese gewonnen haben. Unentschieden oder Sieg Atletico war die Wette bei den Rossonero oder wie sie heißen, Bianco. Madrid. Ja, bei Madrid. Und jetzt Liverpool mit dem Rücken zur Wand in Anfield haben sie schon ganz andere Spiele gewonnen. Und so ein 1-0 ist ja nichts für einen Jürgen Klopp. Aber die Quote ist dementsprechend genauso da, wo sie sein muss und auch wo sie hässlich ist. Jetzt kann man davon ausgehen, vielleicht ist bei Liverpool ja der Ofen aus. Jetzt haben sie ja hier ihre erste Niederlage in der Liga gegen Watford hinnehmen müssen. Dann haben sie gleich noch eine kassiert im FA Cup gegen Chelsea. Okay, das haben sie wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Und jetzt kommt halt ein richtig harter Brocken. Und die haben noch dazu eine sehr, sehr hohe Quote. Aber du schüttelst schon den Kopf, wohl wissend, dass Kloppo das natürlich eintüten wird. Ja, mich hat mal interessiert, was jetzt eine Asian Handicap-Wette auf Liverpool ist. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Klopp hier rausfliegt. Auf der anderen Seite kann ich mir auch, du sagst, es ist jetzt so ein Do-or-Die-Spiel, aber das hatte Liverpool schon so oft. Das hatten sie auch in der Gruppenphase. Aber werden die jetzt jedes Do-or-Die-Spiel gewinnen, nur weil sie jetzt einmal die Champions League gewonnen haben? I doubt it. Sie haben in der Gruppenphase auch unbedingt gegen Neapel gewinnen müssen und das haben sie dann gewonnen. Gegen Salzburg hatten sie auch sowas wie ein Endspiel. Ich finde minus 1 auf Liverpool geil. Ich nicht. Dann no bet. Das ist auch eine faire Geschichte hier bei dem Spiel, weil unterschätzt mir Madrid nicht. Ja, und lass die mal auch vor leeren Zuschauerrängen spielen. Damit kann ja so ein Spieler wie der Bobby Firmino gar nicht umgehen. Der sagt dann, warum ist keiner gekommen? Wegen so ein bisschen Grippevirus. Ich habe auch keinen Bock. Dann spiele ich halt nur 50% oder so. Und dann haben sie den Salat. Dann scheiden die aus gegen Atletico. Und ehrlich gesagt, würde ich's ganz cool finden, weil ich irgendwie echt Angst hätte sonst, dass Liverpool vielleicht dann auch noch irgendwann Bayern rausholt und Bayern nicht die Champions League gewinnt. Aber so schafft halt Atletico die schweren Brocken schon mal weg und dann haut Bayern die im Elfmeterschießen dann im Finale weg. Also dieses Video wird vielleicht noch irgendwann wertvoll, wenn es dann auch so einläuft. Ansonsten genug meiner Fantasien. Schreibt mir eure Tipps in die Kommentare, ob ihr bessere Ideen oder mehr Ideen habt zu diesem doch sehr vagen Spieltag, auch angesichts der fehlenden Zuschauer vielleicht. Aber eins, da bin ich mir sicher, es wird die ein oder andere heiße Partie geben, egal ob Zuschauer dabei sind oder nicht. Und es wird vielleicht auch die eine oder andere Überraschung geben. Bei mir ist auf jeden Fall der Dienstag und Abend für Champions League geblockt. Ich freue mich riesig auf die Champions League. Wir haben nur eine Wette und die ist Paris gegen Dortmund über 3,5 Tore. Und Radek, ich finde das Video jetzt schon wertvoll. Schönen Abend, schöne Champions League Spiele. Bis dahin.